Rund 2500 Auszubildende legten 2021 in über 100 IHK-Berufen ihre Abschlussprüfung ab. 99 davon haben dabei die Prüfungsnote sehr gut erreicht. Unter ihnen 8 Azubis, die sogar landesweit zu den Besten gehören. Normalerweise finden die Landesbesten-Ehrungen der IHK Reutlingen in gut gefüllten Sälen oder Hallen statt. In diesem Jahr ist IHK-Präsident Christian O. Erbe froh, dass er die Urkunden der 8 Landesbesten zumindest persönlich übergeben kann. Denn im letzten Jahr konnte die Ehrung Corona-bedingt nur virtuell stattfinden. 5 junge Frauen und 3 junge Männer aus der Region konnten ihre Ausbildungen in diesem Jahr mit über 92 von insgesamt 100 Punkten abschließen und gehören damit zu den besten Auszubildenden des Landes. Ich bin wirklich beeindruckt. Also wir haben wieder so hervorragende Auszubildende in der Bildung, dualen Bildung, auch in der Weiterbildung, dass man sagen kann, eigentlich die Zukunft ist gesichert. 7 der Landesbesten waren zur Ehrung in das Forum der IHK Reutlingen gekommen, um ihre Urkunden und Gratulationen persönlich entgegenzunehmen. Begeistert war der IHK-Präsident auch vom hohen Anteil an Frauen in technischen Berufen. Das ist ein Trend, den wir sehr, sehr gerne sehen und auch der uns Hoffnung gibt für die Zukunft. Denn Frauen in klassischen Männerberufen brauchen wir dringend. Gerade im Bereich Technik, das sind die MINT-Fächer, die wir hier im Auge haben, die sind sehr unterbesetzt. Und wenn Frauen verstärkt in diese MINT-Fächer reingehen und eben auch Technik sich ausbilden lassen, dann haben wir eine große Chance, auch den Bereich besser abzudecken. Also da ist jede Frau, die in diesen Beruf geht, über die sind wir sehr, sehr froh. Auch wenn in diesem Jahr 2,1% mehr Ausbildungsverträge als im Vorjahr abgeschlossen wurden, droht in einigen Branchen ein Fachkräftemangel. Dabei zeigten sich alle Azubis vor Ort begeistert von ihren dualen Ausbildungswegen. Also ich finde es schwierig, sich nur aufs Lernen zu konzentrieren. Ich fand an der Ausbildung einfach klasse, das Theoretische und das Praktische und die Abwechslung dadurch. Ich habe im Rahmen des Bogis schon ein Praktikum bei der Firma Güring gemacht, hatte dann auch im Rahmen des Bogis mich informiert, was für Möglichkeiten habe ich nach dem Abitur und bin auf dieses Kombi-Studium-Modell aufmerksam geworden und war da ziemlich schnell davon überzeugt, hatte mich darum beworben und bin jetzt voll dabei. Und da strahlt nicht nur Benjamin Lebherz selbst, sondern auch sein Ausbilder. Mit einer Punktzahl von 99 verpasste Benjamin nur knapp die Ehrung als Bundesbester. Das ist also unglaublich, dass der Benjamin diese Punktzahl erreicht hat. Also das gibt es schon sehr, sehr selten und da sind wir schon wahnsinnig stolz, keine Frage. Auch Florian Stehle hat es unter die Landesbesten geschafft. Er hat eine Leserechtschreibschwäche und fand als Metallfeinarbeiter die perfekte Ausbildung für sich. Was er besonders an seinem Beruf liebt? Das Programmieren an der CNC-Fräsmaschine, dann zu sehen, dass alles funktioniert, dass das Teil dann so gefertigt wird, wie man das dann da reingeschrieben hat, das hat mir sehr gefallen. Auch Tamara Fink und Benjamin Lebherz berichten, was ihnen am meisten an ihrer Ausbildung gefallen hat. Ich habe relativ am Anfang von meiner Ausbildung schon Projekte bekommen, durfte von Anfang an einfach auch mitarbeiten und konnte so auch Projekte von Anfang bis zum Ende mitbetreuen. Die Kameradschaft, die wir doch auch in der Ausbildung haben. In der Schule war viel so jeder für sich. Wir hatten jetzt in der Lehrwerkstatt viel mehr. Wir machen auch zusammen, arbeiten zusammen an Projekten und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Dass sie zu den Landesbesten gehören würden, damit hatten die drei nicht gerechnet. Was ihnen allen aber wichtig war, einen Beruf zu wählen, der ihnen Spaß macht. Und das scheint ihnen offensichtlich gelungen zu sein.